Meine Leute, und willkommen beim Speed Shop. So, wir haben wieder ein Pepper-Gap-Video. Hannes ist gerade am Grillen, ihr seht das, das Fleisch blüht so vor sich hin. Und wir haben gedacht, komm, wir machen mit dem Pepper-Gap in der Zeit. Wir haben tatsächlich gekriegt, insgesamt 2 Stück. Also, ja, 2,5. Und wir hauen die jetzt mal eben raus. Also, das hier ist vom F.H. auf Sassenberg. Steht kein Name drauf. Ich mach das mal eben auf, weil hier nämlich ein Brief drin ist. Wollen wir den Brief mal eben vorlesen? Willst du den vorlesen? Oh, okay. Okay. Moin Max, seit dem F5-Kühler-Video schaue ich deine Videos fast täglich. Lobenswert! Ich finde deine Videos gut, weil sie so spontan sind und so einfach gehalten sind. Es macht mir Spaß, wenn man so viel über Autos lernen kann. Ich mag die gurkige, improvisierte Art. Ja, dafür stehen wir wirklich, ne? Jetzt zum Paket. Warum die Creme darin ist, bla, Gurkentipp, Kleberentferner, Zündkerzen und, was ist? Viel Glück, schönen Trip nach Ungarn, immer wieder gute Fahrt. PS, alte Volvos, wäre das nichts? Ja, sind geil, aber wie gesagt, jemand ist mal gut mit angemeldeten Autos hier in der Bude, die man fahren kann, ne? Lieber mehr Projekte als fahrbare Autos. Tut man Portemonnaie, glaube ich, ein bisschen besser. Fakt auf jeden Fall, ich habe den Rest gerade nicht vorgelesen. Wir wollen ja nicht spoilern, ne? Also, fangen wir mal an, Schnucki. Wir haben hier ein Paket. Oha. Oha, wow. Viel für mich. Das ist viel für dich. Da. So, Hasi. Komm, wir machen das mal so. Wir haben hier ein Cars-Auto. Ist das Cars? World Grand Prix. Dann haben wir hier ein Auto. Dann haben wir hier ein Trecker. Dann haben wir hier einen Volkswagen 181. Dann haben wir noch mal ein schönes SL Cabrioli. Na, wenn die Hände sind voll. Ja? Dann haben wir, weil es so weitergeht, haben wir hier noch mal schön 2 Zündkerzen. Gurkig passend, was ich auf den ersten Blick sehe, für einen Trabant. Sehr geil, danke dir. Eine Tüte Haribo, eine originelle Gummischeiß. Das ist astrein. Oh, hier, kennst du die noch? Die kennst du nicht, aber ich kenne die. Doch, was sind das? Gummirauten. Steht hier auch drauf. Das sind hier das Mäusespeck. Und, was haben wir denn hier noch? Rotbärchen Classic. Für Hanna. Das Original mit Eisen zu Blut. Was ist denn das? Saft. Was? Eisentrick zur normalen Bildung? Das macht dich schlau. Er hat 62 Kilokalorien pro Milliliter. Lecker. Rotbäckchen. Das Saft. Rotkäppchen. Bäckchen steht drauf. Nicht Käppchen. Was haben wir denn hier? Der Gurkentyp. Ah, warte mal. Bodymilk? Pass mal auf, dann geschrieben. Hier ist ein Paket, warum die Creme da drin ist. Das ist mein Gurkentipp für dich, denn damit entfernst du alle Klebereste viel besser als mit Verdünner. Creme drauf einwirken lassen, testen wir wirklich mal aus, was das bringt. Noch mehr? Was? Oh, geil. Kindheitserinnerung. Fisherman's Friend. Oh, die hat meine, damals meine Kleine, lassen die rein mal gefressen, weil die Zähne jetzt mich in den Arsch hatte. Und die hier, kennst du das hier? Kennst du, was das ist? Das ist für ein Wasser. Ahoi-Brause. Das ist Ahoi-Brause, Harry. Grün und Rot sind meine. Den Rest kannst du machen, was du willst. Hab dafür mal mit dem Finger an. Oh mein. Mal mit dem Grillflasch umdrehen hier. Warte. Oha, da war auch schon wieder eng hier. Ja, Hanna ist gleich damit gut informiert hier. Ja, ist ja super erwischt. Wer ist sie überhaupt? Tschüss, Fido. Fido, ich danke dir. Cooles Paket. Werden wir alles verfressen, aber ich werde die jetzt nicht, was du geschrieben hier drin, was ich gesehen habe. Ich finde es cool, dass du die Zündkerzen in den Motor der Gurke einbaust und damit zum Balaton fährst. Ich habe jetzt neue drin, aber die kommen mit zum Balaton. Das ist geil, dann brauche ich keine mehr kaufen. Das Peru Ultra sind, die sind echt nicht schlecht. Bitte hier, liegen meine Zündkerzen immer unterwegs, die ich mal brauche. Liegen hier. Weil Zündkerzen, definitiv Trabi-Verschlagzeile Nummer 1. Danke, Mann. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hanna, hast du dich beschäftigt? Haut rein, runter.